Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, dass man eben der Jugend mindestens genauso eine starke Stimme gibt wie der älteren Bevölkerung im Land. Und deshalb gehöre ich zu denjenigen, die auch sagen, wir müssen das Wahlalter absenken, mindestens auf 16. Wie sieht diese jugendgerechte Gesellschaft für Sie überhaupt konkret aus? Und kann eine immer älter werdende Gesellschaft überhaupt jugendgerecht sein? Also ich finde, dass sich das nicht ausschließt, dass die Menschen in unserem Land älter werden und man trotzdem gute Politik für junge Leute macht. Ich zum Beispiel halte überhaupt gar nichts davon, dass man immer versucht, die Generationen gegeneinander aufzubringen. Also man erzählt den Älteren immer, naja, was taugt die Jugend heute schon? Guckt mal, die stehen mit der Bierflasche an der Bushaltestelle, die daddeln nur auf ihren Smartphones rum und so weiter und so fort. Und den Jüngeren erzählt man, ja, die Alten, die nehmen euch alle Möglichkeiten weg, weil sie immer mehr, weil sie Rente kosten, weil sie Medizin kosten. Ich meine, jeder von uns lebt, glaube ich, oder viele von uns haben eine tolle Oma, einen tollen Opa. Wir wollen nicht, dass es denen schlecht geht und die wollen auch nicht, dass es den jungen Leuten schlecht geht. Also insofern halte ich nichts von diesem Gegeneinander der Generationen, sondern ein Miteinander. Frau Schwesig, was muss denn Ihrer Meinung nach getan werden, damit die Jugendpolitiktage ernst genommen werden und diese auch nachhaltig die Arbeit der Bundesregierung beeinflussen können? Na, das liegt jetzt an uns gemeinsam. Zum einen, was werden die Jugendpolitiktage selber erreichen? Was werden Sie erreichen? Was wird es hier an Ergebnissen geben? Und wir haben das natürlich alles deshalb auf die Beine gestellt, weil uns diese Ergebnisse interessieren, diese Beteiligung. Und es wird mein Job sein als Jugendministerin, dann auch diese Antworten, die Forderungen, die Vorstellungen, die Ideen dieser Jugendpolitiktage dann auch in die Politik weiter einzubringen. Dankeschön. Kommen wir